Einen schönen Silvestertag wünsche ich Ihnen und dir. Heute ist das letzte Mal, dass ich aus der Bibel vorlese. Aber keine Sorge, nur in diesem Jahr ist es das letzte Mal. Ich werde schon noch morgen weitermachen. Heute lese ich das 18. Kapitel des Matthäusevangeliums vor. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Und wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Diese Aussage ist sehr bemerkenswert, denn anders als in unserer Zeit waren Kinder damals, vor 2000 Jahren, nicht wirklich wichtig. Sie standen weit unter den Erwachsenen in ihrer Bedeutung. Insoweit hebt sich Jesus hier ganz stark von seiner Umgebung ab, indem er die Kinder sozusagen zum Vorbild für die Erwachsenen macht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und es geht auch weiter ums Thema Kinder. Wer in einem Menschen den Glauben, wie ihn ein Kind hat, zerstört, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Wehe der Welt, denn sie verführt zum Unglauben. Solche Versuchungen können ja nicht ausbleiben, aber wehe, der darum schuld ist. Deshalb, wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführen, hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verkrüppelt und lahm ins ewige Leben, als mit gesunden Händen und Füßen ins ewige Feuer. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit beiden Augen ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch gering erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Diese Stelle mit dem Fuß oder Hand abhaken und dem Auge ausreißen, die verleitet natürlich geradezu zu Missverständnissen und natürlich auch zu Spott. Aha, Jesus möchte, dass wir uns die Hände und Füße ausreißen und die Augen. Naja, gut. Wer es so verstehen will, gut, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Jesus hat ja vorher gesagt, es geht um das Thema Versuchung. Ja, und Versuchungen, die sind für uns so wie unsere eigenen Körperteile. Ja, zum Beispiel jemand, der alkoholsüchtig ist. Ist das so leicht für den, sich davon zu trennen? Nein, wenn er sich wirklich davon trennen will, das kostet etwas, das ist wirklich schmerzvoll. Das ist fast so, als wenn man sich ein Körperteil ausreißen oder abhacken müsste. Das will doch letztlich Jesus damit sagen. Was meint ihr? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es endlich gefunden hat, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer, und sei es der geringste, verloren geht. Hier sagt Jesus letztlich etwas über das Ziel Gottes aus. Er will nicht, dass auch nur ein Mensch, auch nicht der allerkleinste und geringste, verloren geht. Dafür will er alles tun. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. Wenn dein Bruder auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Sind das Automatismen? Nein, das sicher nicht. Aber es sind bedeutsame Aussagen. Das Versprechen, Gott wird da sein. Er wird in ihrer Mitte sein und er wird es tun, wenn sich Menschen einig sind.
in dem, worum sie bitten wollen. Da fragte Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das klingt unendlich oft, ja, und das ist es auch. Und Jesus macht das an einem Beispiel deutlich. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um mindestens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem der anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Harte Worte. Damit sagt letztlich Jesus: Wir sind alle in der Position dieses Verwalters. Wir sind gegenüber Gott unendlich schuldig. Alles, was wir jemals falsch gemacht haben in unserem Leben, alles, was wir jeweils Böses gesagt haben, ja, alles, was wir jeweils Böses gedacht haben, all das ist Schuld gegenüber Gott selbst. Und das will er uns aber alles erlassen. Ja, nichts davon bleibt übrig. Und deshalb sollen wir auch anderen von Herzen vergeben, die uns etwas Böses angetan haben in unserem Leben. Nicht, dass das einfach wäre, ganz sicher nicht. Aber dazu fordert Jesus uns letztlich heraus. Das bleibt eine tägliche Herausforderung, glaube ich, für ja, die meisten oder für alle von uns. Ja, soweit für heute und auch für dieses Jahr. Das letzte Mal, dass ich in diesem Jahr aus der Bibel vorgelesen habe. Ich hoffe, Sie waren dabei, du warst dabei und konntest auch etwas mitnehmen. Sie konnten auch etwas mitnehmen. Das ist mir auch ganz wichtig dabei. Ja, kommen Sie gut ins neue Jahr rein. Einen guten Rutsch dir und Ihnen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Und jetzt hören wir noch Helga Richter. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss.